Hallo, diesen Monat habe ich 7 Bücher gelesen. Das erste Buch war Lord Arthur Sevilles Crimes and Other Stories von Oscar Wilde. Das Buch enthält 8 Kurzgeschichten, darunter eine Geistergeschichte und eine Fabel, und auch die anderen sind sehr unterschiedlich inhaltlich, aber sie enthalten alle den Witz von Oscar Wilde und seine sarkastische Gesellschaftskritik, die mir sehr gut gefällt. Danach ging es bei mir weiter mit The Inexplicable Logic of My Life von Benjamin Alire Sáenz. Auf dieses Buch habe ich mich sehr gefreut, denn 2015 eröffnete mir Aristoteles and Dante Discover the Secrets of the Universe die Welt von YA wieder neu. Und das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. In dem Buch geht es um Freundschaft, Familie und Wahlfamilie. Wie eigentlich immer bei Science-Figuren sind die meisten Mexican American. Auch in diesem Fall, außer der Hauptperson Sal, kurz für Salvador, der ist weiß. Das Leben von dem 17-jährigen Sal und seinen zwei Freundinnen Sam und Fito wird durch tiefgreifende Einflüsse ziemlich durcheinander geschüttelt. Da ist zum einen die anstehende Wahl des zukünftigen College, aber auch Homofeindlichkeit und häusliche Gewalt sowie Tod in der Familie. Und die ganze Zeit steht die Frage im Raum von Sal, wer oder wie bin ich eigentlich? Es sind also recht schwierige und auch traurige Themen, aber die ganze Zeit bleibt so ein Tick Hoffnung da. Nicht Hoffnung in dem Sinne, dass alles gut wird, aber dass Dinge sich verändern und positiv werden können. Ein wichtiges Element dabei ist der Vater von Sal. Er ist einfach ziemlich cool. Er ist nicht fehlerlos, aber auf jeden Fall ziemlich toll. Das Buch an sich sieht jetzt recht dick aus. Zum Teil, weil wie in diesem Fall die Kapitel einfach nur so eine Seite sind. Zum anderen, weil viel Text in wörtlicher Rede passiert. Diese wörtliche Rede hat mir sehr gut gefallen, weil dort der sarkastische Humor von den Charakteren ziemlich gut zutage kam. Alles in allem hat mir dieses Buch sehr gut gefallen. Es ist spannend und auch sehr emotional, zum Teil etwas pathetisch, aber auch das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, dass das Buch im September auch in der deutschen Übersetzung erschienen ist. Danach habe ich eine Einführung in feministische Psychiatriekritik gelesen. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht, was ich verlinken werde. Danach habe ich eine YA-Trilogie angefangen. Diese beiden Bücher habe ich bisher davon gelesen. Es ist die Serie A Blood of Eden von Julie Kagawa. Bisher möchte ich so viel verraten. Es kommen Vampire vor, Zombies und das Ganze spielt in einer dystopischen Welt. Die Hauptperson Alison Sekimoto ist eine starke, intelligente 16-Jährige, die wie die Autorin auch von Rassismus gegen asiatische Frauen betroffen ist. Bisher hat mir ihre Geschichte sehr gut gefallen. Sie ist sehr spannend und hat definitiv Sogcharakter. Und als letztes habe ich die Autobiografie Deutsch sein und schwarz dazu von Theodor Michael beendet. Zu diesem Buch habe ich bereits ein Video gedreht. Wenn ich das hochgeladen habe, wird es auch hier verlinkt sein. Deswegen fasse ich mich auch hier wieder kurz. Es ist ein sehr interessantes Buch und erzählt das Leben eines Afrodeutschen von 1925 bis jetzt und ist ein guter Einblick in deutsche Geschichte aus afrodeutscher Perspektive. Das war's. Diesen Monat war es inhaltlich wieder sehr gemischt, aber alles auf seine Art und Weise bereichernd. Falls ihr Anmerkungen zu den Büchern habt oder auch Fragen, dann immer her damit. Ansonsten bis bald.